Momenten, wo quasi niemand darüber spricht, wo das Gefühl tot ist, wo es keine Bewegung gibt, keine Volatilität und so weiter und die Kurse sehr, sehr weit unten sind und vielleicht sogar preistechnisch sich alles so ein bisschen noch Richtung Süden bewegt, genau dann muss man quasi seine Bestände kontinuierlich aufbauen und wird dann eben langfristig davon profitieren. Und das habe ich übernommen und damit fahre ich sehr, sehr gut. Und es klingt so, Dave, als würdest du das genauso machen. Das hast du gut erkannt, Sherlock. Ja, das Ding ist halt, dass auch, das merkst du auch, finde ich, immer so im Freundeskreis oder auch Bekanntenkreis, so ein bisschen weitflächiger, sage ich jetzt mal, wenn dann wieder der ein oder andere sich meldet, von dem du gefühlt seit einem Jahrzehnt nichts gehört hast und dann wieder so eine Nachricht kommt mit, ey, was geht denn bei Krypto ab? Jetzt muss ich rein, oder? Sowas, weißt du, wo ich dann so denke, ey, du hast dich jetzt über den kompletten Bärenmarkt nicht gemeldet, jetzt macht Bitcoin wieder Purzelbäume nach oben. Und dann kommen natürlich die Leute, die echt relativ wenig mit dem Markt zu tun haben, natürlich auf die glorreiche Idee, jetzt einzusteigen, weil sie natürlich auch voll gebrainwashed wurden. Ne? Egal, ob es jetzt eben im ARD, ZDF ist, weil dort sind ja dann genau diese Phasen, wo dann erzählt wird, oh, neue All-Time-Highs, DOS, bam, 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 Prognosen, Bitcoin bald auf 1 Million, ne? Wo halt komplett übertrieben wird. Und das ist ja genau diese FOMO, die dann wieder ausgelöst wird, also quasi diesen Punkt halt dann wieder zu verpassen und sich zu denken, ey, diesmal muss ich dabei sein, sonst passiert das und das. Und dann kaufen die Leute halt natürlich, was weiß ich, bei 120.000 Dollar, sage ich jetzt mal, wenn es komplett ausarten sollte, irgendwie Bitcoin, und wundern sich dann, dass ein halbes Jahr später das Ding nur noch bei 60 steht. So, und dann, ach, scheiß Bitcoin, ist ja alles Kacke. So, wo ich mir dann auch denke, ey, beschäftig dich doch einfach mal mit dem Markt und kauf nicht an den verrücktesten Zeitpunkten, wo keiner kaufen sollte. Ne? Es gibt ja auch dieses Sprichwort mit, wie heißt das, man sollte kaufen, wenn Blut auf den Straßen fließt oder so, so ungefähr halt, ne? Und das ist halt genau das, was Phil gerade auch beschrieben hat, ne?